Der sechsjährige Kordolenski ist ein Sohn des Kordolenski G. aus der Sansibar von Sandro Boy Lysander. Dieser großrahmige Schimmelhengst steht bereits mit seinem hervorragenden Exterieur für hohe Sportlichkeit und Modernität. Kordolenski war Chör- und Hengstleistungsprüfungssieger in Österreich. Er vereint alles, was man sich von einem Springhengst wünscht. Guter Galopp, großes Vermögen, sensationelle Übersicht, Superreflexe sowie Gelassenheit und auffällige Rittigkeit. Bereits als Vierjähriger war er siegreich in Springpferdeprüfungen. 2017 gewann er in Österreich 9 Youngster-Prüfungen bis zu 1,20 Meter Höhe und war 5-mal platziert. Damit zählt er zu den erfolgreichsten Pferden seiner Altersklasse. Auch international war er bereits in Youngster-Touren platziert. Hier sehen wir Kordolenski mit Bildern seiner Präsentation auf der Hengstation Bachel, wo er auch im Jahr 2018 stationiert sein wird. Der Stationsinhaber Tobias Bachel hält nicht ohne Grund große Stücke auf diesen jungen, nun 6-jährigen Vererber, der sowohl für Oldenburg, Österreich, aber auch alle Zuchtgebiete des deutschen Sportpferdes zugelassen ist. Der Hengst bringt für die Springpferdezucht alles mit. Super Galopp und viel Vermögen. Kordolenski ist ein ausgeglichener Hengst, der auch durch seine hervorragenden Interieurwerte zu überzeugen weiß. Dieses macht die tägliche Trainingsarbeit seinem ständigen Ausbilder und Reiter Daniel Sonnenberger sehr angenehm. Für mich als Reiter bringt der Hengst auch alles mit, was ihn zum erfolgreichen Sportpferd machen wird. Er ist sehr vorsichtig, hat große Übersicht und einen Traumcharakter. Der populäre Vater dieses Hengstes, Kordolenski G., verbindet die westfälischen Hauptvererber Kornet Obolenski, Arpeggio und Polydor miteinander und hat sowohl in Deutschland als auch in Schweden nachhaltig züchterisch überzeugen können. Der Muttervater Sandro Boy siegte unter Markus Ening in zahllosen internationalen Springen und hat über 1,2 Millionen Euro gewonnen. Er siegte unter anderem im Weltcup-Finale von Kuala Lumpur und im Großen Preis von Frankfurt. Nachkommen wie zum Beispiel Sabrina unter Markus Ening, Sandro Mendel oder auch Sakor sind weitere großartige Nachkommen des Sandro Boy. Lysander in dritter Generation ist Vollbruder der großartigen Springstute Landrätin unter Hauke Luther und Halbbruder zu den Ausnahmehengsten Caletto 1, 2 und 3 sowie zu Gonzales unter Hugo Simon und Cordeca unter Herbert Blöcker. Kordolenski hatte eine überaus erfolgreiche Sportsaison 2017. Unter Daniel Sonnenberger sammelte er erste Siege und Platzierungen auch in internationalen Youngster-Prüfungen, wie zum Beispiel hier anlässlich des CSI in Kreuth. Wir freuen uns auf seinen weiteren sportlichen Werdegang im Jahr 2018.
Im vergangenen Jahr lieferte Kordolenski einen erstklassigen Fohlenjahrgang. Die Nachkommen zeigten sich durchweg bewegungsstark und wurden mehrfach prämiert. Kordolenski, ein Top-Hengst mit Spitzengenetik für Ihren persönlichen züchterischen Erfolg.